Und hier ist die bezaubernde junge Dame Lady Bitch Ray. Oh, danke. Danke. Lady Bitch Ray. Sind das so Aufsticker, oder? Kann man aufnähen. Oh. Fuck off. Fuck off, Poschi. Bitte nimm Platz. Also ich fand hey, jetzt kommt es doch zur lang geprobten Eva-Hermann-Situation. Also im Taxi hattest du so einen kleinen Schwanz. Ja? Ulf Poscher. Es war nur Wasser. Ja, es war nur Wasser und es wird sich am Helmut Langsack Co. Aber der Anzug ist schön übrigens. Sein Anzug ist von Helmut Lang, ist ein wirklich schöner Anzug. Ich fand aber sein rosanes Hemd fand ich schon ein bisschen schwul. Also, ja, rosa bei Frauen, so bei hübschen und gut aussehenden Frauen wie mir, ist cool, aber. Ich so bin eine Schwuchtel, die dann hierher kommt und lästert. Im Taxi hat er so einen kleinen Schwanz, hat es wahrscheinlich noch eingerollt. So wurde er immer kleiner hinten. Hm. Ja, das war total Ich bin charmant. Ein bisschen auf deiner Seite, weil er hat mich ja gerade auch gedisst. Insofern. Ficker, Alter. Seine Mutter, sagen wir ihm. Seine Mutter. Wir müssen das Phänomen Lady Bitch Ray hier in Österreich mal kurz vielleicht erklären. Was ist Lady Bitch Ray? Was macht Lady Bitch Ray? Was will Lady Bitch Ray? Ich mach Rap. Was? Ich mach Rap. Rap? Mhm. So wie Sabrina Setlur. Nee, besser. Darf ich kurz, nur für die Leute, weil die kennen das ja echt in Österreich wahrscheinlich die meisten nicht, kurz aus einem Lied von dir zitieren, den Song Ich hasse dich. Du kennst ihn ja besser als ich natürlich. Über die Produzentin Mel Beats rappst du da. Und zwar, Mel, du Fotze, erinnerst du dich? Ich hab Menstruation für dein Gesicht. Du hast Fickpisse in deinem Kopf drin, die hast du Savasch vom Schwanz geleckt. Die Frage, weil wir in Österreich sind ja oft so, weißt du, Opernball und so, wir sind ja hier oft so, haben oft das Gefühl, man kann Sachen auch feiner formulieren. Man muss es aber nicht, natürlich. Was wäre jetzt die Frage? Die Frage kommt jetzt, gehe ich recht in der Annahme, dass du die Frau nicht so gerne magst, über die du da gesungen hast? Ja, man könnte sagen, jetzt gerade Mel Beach oder die Mel Beach war nicht. Und die beiden anderen. Also bei den beiden anderen ist es einfach so, dass es halt so Pop-Fotzen sind und halt Popmusik machen. Und wir Rapper haben ja immer Konflikte mit abgeleckten, glatt gebügelten Pop-Fotzen. Und das ist einfach, also ich bade da einen Konflikt aus. Also es wäre ja schlimmer, wenn ich dann wie so eine Amokläuferin hingehen würde und die erschießen würde. Aber hast du... Wir haben kurz, wir haben ein kleines Problem. Ja. Ausgebessert. Okay. Jetzt kannst du ja an die Möpse fassen. Ja, genau. Domi fix. Aber mein Reißverschluss rutscht immer runter. Einen Moment. Wir haben noch ein Reißverschlussproblem. Meine Titten sprengen den Rahmen irgendwie. Bist du eine gute Rapperin? Ja. Ja? Wir können uns davon überzeugen, wir haben einen kleinen Ausschnitt von Lady Bitch Ray, damit sich die Leute ein Bild machen können. Lady Bitch Ray! Hast du einen Überblick, was die österreichische Popmusik-Szene betrifft? Was hältst du zum Beispiel von Christel Stürmer? Scheiße. Warum? Ja, geht halt auch in die Pop-Richtung und ich finde ziemlich viel Scheiße so. Also ich mag nur Mucke mit Niveau, also so. Merkt man, ja. Das hat Niveau. Ja. Nicht hier unterschwellig wissen, ja? Nö. Hier ist noch eine ganze Kanne Wasser, pass auf, ich nehme das schon mal in meine Richtung. Ja. Na, ich nehme das schon mal zwischen die Beine. Was man an der Stelle jetzt mal sagen muss, weil die Leute dich ja wirklich nicht kennen hier, dass du also, ja wesentlich vielschichtiger bist noch als jetzt dieses Lied. Aber also das diese, musste jetzt kommen. Ja, ach, bitte jetzt, noch nicht jetzt. Noch nicht jetzt, okay. Nee. Du möchtest noch ein bisschen über Hip-Hop reden. Was, genau, was über so? Rap. Na, ich kann es ja etwas später noch sagen. Wie ist denn die Rap-Szene hier in Österreich? Geil. Wer ist? Da bin ich, MC Happy Bauch und das ist... DJ messerscharfer Kommentar. Nee, ich würde mich, an deiner Stelle würde ich mich, Sperma...
Sperma-Stern. Ja, die österreichische Hip-Hop-Szene ist lebendig, aber soweit ich die überblicke, gibt es auch wenig Frauen. Es ist ja grundsätzlich, gibt es wenig Frauen im Hip-Hop, oder? Es gibt irgendwie in München Pfeiffer MC, kenne ich. Ja, alle Scheiße. Also deshalb gibt es ja mich. Ja. Also es gibt ja mich. Ich reich so für 1 Million Frauen. Also weil ich habe einfach mehr Muschi, ich habe dickere Titten, ich habe eine größere und eine saftigere Möse. Ich okay, bin dann können wir... Ja, ey. Ich wollte dich nicht unterbrechen. Du machst auch sehr geschmackssichere Mode. Ja, auch von meinem Vagina-Style. Unter anderem diese Jacke hier mit dem Horn. Das ist mein Horny-Hornissen-Anzug. Das hat einen Stachel, damit spiele ich dann halt so unterwegs wie auch jetzt, wenn mir langweilig ist. Ja. Ja, aus gelb-schwarzen Leder, passend zu einer Biene, gelb-schwarz. Das ist mein Lieblingsstück Ford Phallus. Da habe ich halt so mobile Pimmel dran. Und ja, styled by Lady Bitch Ray natürlich. Aber das ist, das erinnert mich daran, Grissmann und ich haben früher mal vor Jahren entwickelt einen sogenannten Ausgehpenis, den man auf Reisen mitnehmen kann. Geil. Ist das sowas in der Art? Ja, oder? Sowas ähnliches wie das da. Genau. Ich habe aber auch andere Anzüge, also so Don Möschen, Schneeflittchen-Anzug. Und die haben immer so Besonderheiten, meine Anzüge. Und ich habe ja auch meinen Vagina-Fotzen-Power-Anzug an. So, ne? Sieht man hier halt, ich bin halt auch mit meinem. Würdest du eigentlich gern zum Opernball gehen? Mit Richard Lugner? Ja. Dann könntest du von Alfons Heider interviewt werden. Madame, küsst die Haaren. Wäre eine interessante Gesprächssituation. Das könnte ich mir gut vorstellen. Mit wem? Mit Jörg Haider? Nein, nicht mit Jörg Haider. Obwohl. Du hast viele verschiedene Metaphern für Frauen, die du nicht magst. Also für... die Liste war so lang, ich konnte mir kein... Das war, Schlampe, mir haben viele ganz gut gefallen. Bumsdose kannte ich zum Beispiel noch nicht. Ja, manchmal, das ist halt ein Neologismus. Ne? Ich erfinde ja auch Wörter und es war einer. Na, Kackbratze und Dorfmatratze kennt man. Schleimfotze war mir auch neu. Ja. Klingt aber auch irgendwie ganz, ganz... okay. Schleimende Fotze, wobei jede Fotze ist schleimig. Also meine zumindest, aber... Hast du ja auch diese Welt, ja, die Welt des Hip-Hops ist eine total männlich dominierte Welt. Ja, aber du musst das schon trennen, also die Welt des Hip-Hops und die Welt des Vagina-Styles. Ne? Ich habe, glaube ich, meine eigene Welt, weil die Hip-Hop... Wir waren bei den Geboten des Vagina-Styles. Was sind das für Gebote? Das sind so zusammengefasst Gebote für die Frau, damit sie selbstbewusster wird. Ja, auswendig kann ich das nicht, lies mal vor jetzt. Aber du musst doch deine Gebote auswendig kennen. Ja, ist ja kein Rap, ist ja jetzt was Wissenschaftliches. Nee, da steht's nicht, da steht nur, sie hat 10 Gebote des Vagina-Styles aufgestellt. Wissen? Oder hast du einmal geschrieben? Also steh zu deinem Körper, sei selbstbewusst, du hast Titten, Arsch und Fotze, freu dich, dass du eine Frau bist. Also so ungefähr fängt es an. So. Und da geht es halt darum, dass die Mädels oder auch Frauen halt selbstbewusster werden und auch wirklich halt, wie ich gesagt habe, zu ihrer Sexualität stehen und die Kontrolle über ihr Leben und ihre Sexualität so haben und nicht halt so irgendwie von Männern abhängig sind, seelisch oder finanziell. Und nicht, dass sie schon... Bist du nicht weder seelisch noch finanziell abhängig? Also finanziell nicht, aber seelisch auch nicht? Ja, auf keinen Fall. Ja, also, also wie ist das dann in der Realität? Also wie ist dann deine Pussy-Deluxe-Realität? Das möchtest du wohl wissen. Na, interessiert mich wirklich, ja. Also wie selbst, wie frei gewählt ist dann dein Leben? Also ich werde... Ich kriege ein Stipendium von der Rosa-Luxemburg-Stiftung. Also finanziell bin ich von niemandem abhängig, so. Darf man vielleicht mal kurz sagen, das ist ein Stipendium für Hochbegabte? Kann man ja mal sagen, weil die das Leute das darfst haben. Darfst du doch nicht. Ich weiß, nicht sagen. Dass ich das nicht sagen soll, aber ist diese weich. Frau ist eine. Gib mir das zurück! Wir haben es hier mit einer hochbegabten, hochdekorierten Frau zu tun, die. Jetzt mache ich den hier so. Ja, Lady Bitch Ray, du sprichst nicht gern darüber, aber du bist eine angehende Frau Doktor. Stimmt das? Das stimmt gar nicht. Das stimmt gar nicht? Nee. Aber du machst Lehrveranstaltungen... Ihr habt mich mit Porsche verwechselt. Nein, du machst hältst Lehrveranstaltungen über die Semiotik der Kleidung oder so ähnlich. Ja. Also das heißt, du bist ja, du hast studiert Linguistik, Germanistik und... Sexualpädagogik. Und du, aber ich bin Linguistin. Also du schreibst, dass du, glaube ich, 6 Sprachen sprichst, unter anderem auch Latein. Ja, mein
Latinum habe ich auf jeden Fall. Aber Latein spricht man ja nicht, ja. Eben, es sei denn Salvete und. Ja. Also nicht nur das, also es ist also, diese Frau ist nicht nur hochbegabt und hat unglaublich viele Sprachen, spricht sie und ist selber Professorin an der Uni. Dozentin. Dozentin ist doch das Gleiche, so eine Nein, Art Professorin kleine muss ich noch Schwester haben. Des Professors. Wahnsinn! Mal Herrn Stermann ausreden lassen, ne? Den Herrn Stermann ja, ausreden zu lassen, ist wirklich eine Unart. Herr Stermann, ey, ey, wenn Herr Stermann einmal versucht, einen klaren Gedanken zu fassen. Ja. Also, noch einmal, ich möchte noch einmal kurz diesen Satz zu Ende führen, um die Leute zu verwirren, weil das ja auch nicht ganz unirritierend ist, dass deine Eltern aus Anatolien beide kommen, du also quasi Anatolierin bist. Und ich weiß es von mir selber, als ich 19 war, hatte ich mal eine Beziehung mit einer Anatolierin und das war sehr kompliziert, weil die Eltern sehr anstrengend waren. Nee, das war der Vorwand. Sie mochte dich bestimmt nicht mehr und dann hat sie das so vorgeschoben und hat gesagt, es geht gar nicht mit deinen Eltern. Das ist echt meine Sendung heute. Er macht mich fertig, jetzt sie. Nein, das ist nicht. Mach den Leck mich doch alle am Arsch, echt. Ich brauch den Scheiß nicht. Mein armer Hugo Boss Anzug. Ich möchte dir wirklich antworten. Ich werde das nie vergessen, wie ich mit ihr dann stand in dieser Kebabstube in Düsseldorf und nur noch sagen konnte, Güle, Güle, Gülüm. Oh. Gehe in Frieden, meine Rose. Und sie drehte sich um und dann konnte ich noch einmal sagen, Güle, Güle, Sevgilim. Sevgilim. Schon gut. Lady Betrayer, ich glaube, Romantik, die Zuseher haben einen wirklich guten Eindruck von dir gewonnen. Gibt Wer? Es die Zuseher? Das ist eine Fernsehsendung, wo Leute zuschauen. Is he going? Und gibt es vielleicht irgendwelche interessanten Termine, die du ansagen kannst? Oder wirst du in Österreich nicht öffentlich auftreten? Weiß ich noch nicht, ich check euch noch, aber ich habe, also die Zuschauer können auf jeden Fall meine Single Mein Weg downloaden auf meiner MySpace-Seite www.myspace.com. Wir können sie ja kurz einblenden, sie ist jetzt hier genau da, wo mein Finger ist, gerade eingeblendet. Genau da. Und im Frühjahr gibt es die dritte Kanackenfotzenbelagerung in Wien. Kanackenfotzenbelagerung, was heißt das? Ja, weil die zweite war ja 1683, glaube ich. Ja, 2008 wird mal Zeit, dass die osmanische Möse jetzt rankommt. Und mein Album gibt's im Frühjahr, die Aufklärung. Lady Bitch Ray, Pussy Deluxe, Alter. Ja, da freuen wir uns drauf. Ich kann nur sagen, ich bin total feucht geworden. Und ich freue mich sehr, dass wir jetzt noch eine Frau aus Deutschland in der Sendung haben, nämlich aus Berlin, Super Top Checker Bunny.